keine Lösung. Warst du aber auch nicht. Alter Fuchs. Ich glaube, da sind wir alle.
Es ist Interviewzeit auf der EO Range. Jason King und Real Rebens. Wie war's für dich? Extrem hart. Das war extrem hart. Den Mario, den habe ich dann ein wenig wegfahren lassen, damit mein Motor nicht seinen ganzen Staub fressen muss. Aber dann haben wir schon die Überrundungen angefangen und dann habe ich nur mehr auf die Uhr geschaut, wenn es endlich vorbei ist. Das heißt, du warst gleich von Anfang an zweiter Platz abgesichert, du wolltest nicht vierer und nicht zurück. Ja, jetzt im zweiten Lauf will ich schon probieren, einen Mario drauf zu bleiben. Weil, was ich so gehört habe, jetzt wird sein Moped dann schwächer gegen Schluss und ich sage, Staub fresse ich so und so, wenn ich überrunden muss. Deshalb will ich dranbleiben jetzt einfach. Wie schaut es aus? 35 Grad, die Hitze ist ziemlich unerträglich, für die Mopeds ziemlich hart, für uns auch. Wie ist jetzt dein, wie geht es jetzt weiter? Ja, was der hier ist, Profi, tun wir da nicht so schwach. Ich bin ja ein Mopa-Profi, gell? Ja, so wie ich halt. So wie du, genau. Ja. 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 Wissen einfach, wie das geht. Aber ja, nein, es ist wirklich, es ist schon hart. Und ich glaube, dass es im zweiten und dritten Lauf nicht viel einfacher werden wird. Na dann schauen wir mal, wie es kommt und alles Gute. Dankeschön. Bitte. Ich habe mir eine Öl umeinander. Was? Perfekt.